Servus und damit ja recht herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Ja, beim beim Simulator sind doch. Wir spielen Tank Mechanics Simulator. Habe ich schon mal eine Liste gehabt, wollte ich die ganze Zeit mal holen. Das können wir dann alles später einstellen. Lass mal ein bisschen leiser hier. Mal auf End. Ne, das ist ja das. Hier gehen wir mal 80%. Dann gehen wir einfach rein. Überblick, Roadmap. Das finde ich aber nice. Aber wir sind ja schon 24. Ich hoffe, das wird auch weiterentwickelt. Ja, wir beginnen einfach mal. Panzer 2. Ausführung 10, nice. So, da sind wir drin. Da haben wir ein paar Holzbeine. So. Ach. Drücke, um das Menü zu öffnen. Soll ich vielleicht auch lesen? Okay, Gerät zum Entrosten. Alter, wir werden so Schweißgerät haben wir. Das wird auch wieder was, wo du sagst, Bruder. Richtig Problem kriegen. Das Zimmer ist noch nicht fertiggestellt. Was? Ausstellung. Desktop. In diesem Fenster hast du Zugang zu deinen E-Mails, neuen Kontakten, an dem Organisieren, Verwaltung, aktuellen. Dem Ersatzteil-Shop für Panzer, Ersatzteil-Panzer oder. Ja, Bank. Oh. Anleitung. E-Mails. Ja. In diesem Fenster kannst du deine E-Mails verwenden. Verwalten. Ah. Haben noch keine Kontakte. Ja, gut. Habe ich doch nicht. Ich habe noch eine Spinne. Was ist das? BT7? Ey, Little Willy. Shit. Oh, den müssen wir auf jeden Fall haben. Goliath. Königstiger. Ja, irgendwie, das ist das zeigt mir nicht an, ich drücke hier überall drauf. Jetzt im Hinterhof. Panzerkampfwagen 8 Maus. Den möchte ich gerne haben. Wir haben dort schon den Panzer stehen, ne? Die jetzt mitnehmen hier. Ach, das sind Ersatzteile oder was? Panzer 4 3 Panzer 3 ja, wir werden natürlich Probleme kriegen. Wir haben eine Mail. Schon mal gut. So, da müssen wir zum Besten. Das ist natürlich. Müssen wir dann hier auch noch aufräumen? Ne? Werkstatt in Tiger. Dann ihr Desktop. Ich habe eine Mail.
Richard, Auftrag annehmen. Ich habe gehört, dass du die Werkstatt von deinem verstorbenen Vater mal einen sehr guten Freund übernommen hast. Ich möchte dir beim Start deines Unternehmens helfen. Hier ist mein Vorschlag. Demontiere und repariere die kaputten Bauteile in meinem KV1, die danach wieder in Wiederfolge. Noch ablehnen. $1000. In KV1, Alter. Was geht's jetzt eigentlich? Tank. Brust. Tarnung. Das Ding ist zum Rosten. Schon nicht ablegen. Ne? So, ich, ach so, okay. So, demontieren. Ach so. Brauchst du heute was zwischen Teile oder haben wir noch was? Ja, jetzt müssen wir aber erstmal herausfinden, wie wir den anmachen, ne? Oder wie wir den Bums anmachen. Ah, okay. So. Damit ist er repariert. Das heißt, wie schließe ich jetzt den ganzen Bund ab?
Kann ich jetzt die Krüge formen oder was? Wasserstatus. Ach so, okay. Der Zustand ist einmal frei zu hören. Hab ich jetzt ja. Ach so, okay, cool. Jetzt ist er weg. Bedauert. Das müssen wir fangen. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Nur erstmal die ganze Koche sauber machen. Ach du Scheiße, jeden Teil hin. Jetzt verstehe ich jeden Teil hin, so noch. Jetzt haben wir eine Rolle, wir müssen auf jeden Fall eine neue Rolle bestellen, das erste. Was? Ich war nur 22%. Müssen wir bestimmt dann nochmal mit der Dingspaste rüber mit dem Sandstrahler. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen, hier irgendwie ist Blech. Geschützturm fehlt auch, also es ist Geschützturm, Schütz fehlt wieder Geschützturm. Da haben wir auch ein paar Bleche, die fehlen. Außer Satzrad. Ist gleich wieder weg. So alles.
Shitstorm-Blende ist auch völlig schön rostisch. Ich liebe. Der Bogenlüge, der hat einiges hinter sich. Level 50%. Das ganze Ding müssen wir wahrscheinlich auch noch von innen rüsten. Ja, das ging aber halt die gehen hier hin. So, warte mal. Dann schon mal einiges zu machen. Den Keilriemen mal ein bisschen mit dem Rost, ne? Klassische Kleinteile, du bist bestimmt auch verarschen. Alter, das wird das in der richtigen Sicht fürs Arbeit, Bruder. Halt 6%. Ach, da brauchen wir einen Winkelschleifer. Müssen wir uns einen Winkelschleifer kaufen? Warte mal, Demontage. Buchstaben, das sieht alles ziemlich schlecht aus. Mal auf ein Streugerät war, da können wir. Ja, das sieht ja schon aus. Das sieht doch schon viel besser aus. Brauchen wir Winkelschleifer? Ja, weil. Haben wir uns Schutzausrüstung an?
vorstellen, ja. Ah, hier, den müssen wir noch durch machen. Brauchen wir nie allzu viel, ne? Ja, das ist auch schon, dass wir hier okay Dings brauchen, ist schon mal gut. Das sieht aus wie dass es wenigstens klein mehrere Bereiche mit immer macht. Dann bloß nochmal mit dem Westempfänger ran hier, meistens. Auf jeden Fall da erstmal noch ein Werkzeug kaufen zum geht jetzt sowas. Denn kommen sie das mal, das ist ja so voll der Stahl, ne? So klein zu lassen. Geht noch was? Winkelschleifer. Oh, die Batterien gestreut, nicht wahr? Dann werden wir uns mal einen Winkelschleifer holen, damit wir den Rest auch fertig machen können. Einfach hier rein. Winkelschlag.
freischalten. Den Turm müssen wir auch noch machen. Das ist beim Winkelschleim arm. Ach, nur austauschbar, okay. Müssen wir uns bloß merken, wo wir das ganze Zeug schworen. Ne? Haben wir noch. Schütze. Ja, das muss ich auch machen. Ah, jetzt sind wir im Turm, ne? So ist klar, dass wir hier auch kaufen. Was drin haben. Schade, dass du das mit dem Kran nicht machen kannst. Das wäre echt cool. Ey. Zu legen.
der Evakuierung mehr. Was zum Streuen. Ja. Alles mal wegschmeißen. War jetzt alles eigentlich so weit gestrollt, oder? Der Boden sieht auch gut aus. Kraftstoffschlauch, den neu machen. Ja, und Autofotte. Dings brauchen wir noch. Oh, 36, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Und Tank Mechanics Simulator. Das ist ja den Motor allgemein, muss ich ja mal. Ist jetzt alles wieder ready? Zum bloß noch ein paar noch Ersatzteile holen. Soll ich noch gucken? Es ist noch einiges vorhanden. So, aber wollte ich schon sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann bis zum nächsten Mal und ich sag ciao mit V und dem Panzer hier.